Ja, liebe Freunde, über einen Facebook-Beitrag kam die Geschichte auf, wie kriege ich an das Tasmanian Tiger Mission Pack einen Schlafsack ran. Also ihr seht, der ist noch so zur Hälfte gepackt jetzt, weil ich war ja gestern und heute Vormittag im Wald unterwegs. Hat noch nicht alles raus, nur die Sachen, die getrocknet werden müssen. Er steht jetzt hier noch rum, bevor er ganz ausgeräumt wird. Zum einen Mission Pack, sagt der Name ja schon, Missionspaket. Das heißt, das ist ein Rucksack, den der Soldat mit sich führt während einer Mission. Und soll eigentlich gerade dieser Typ Kommunikationsmittel aufnehmen. Das ist der eigentliche Hintergrund von Tasmanian Tiger. Deswegen hat dieser Rucksack auch so viele Öffnungen für Kabel, ja, damit er sehr flexibel da eingesetzt werden kann. Er hat unter anderem sehr gute Griffmöglichkeiten, hat noch hier an den Seiten Griffschlaufen, die auch als Gewehrhalter verwendet werden können. Hat Mode System drumherum und ist eigentlich sehr gut aufgebaut und auch noch modular sehr gut zu erweitern. Nachteil ist, wenn man den jetzt im Alltag als Bushcrafter verwenden möchte, hat man das Problem, ich habe schön viel Platz, ich glaube es sind, boah, jetzt lass mich nicht lügen, 37, 38 Liter. Aber ich kriege nicht vernünftig einen Schlafsack dran befestigt. Komme ich jetzt gleich zu, was man da machen kann. Zum einen hat er auch einen riesen Vorteil. Der hat eingebaut sein Regencape, was man drüber stülpen kann. Und er hat hier eine Rettungsschlaufe. Das heißt, wenn man mal stürzt oder was auch immer, kann man sich so hochziehen lassen, so genauso wie an den Schlaufen, an der Tragschlaufe oben und so weiter. Aber ich will jetzt gar nicht mal so auf den Rucksack selber eingehen, sondern eben auch die Möglichkeit, hier noch einen Schlafsack oder eine Decke zu transportieren. Ich habe hier oben an dem Tragegriff zwei Ösen. Da habe ich die Möglichkeit, mittels kleiner Gurtbänder eine Jacke oder eine Unterlage drauf zu befestigen. That's all. Mehr geht nicht. Alles andere muss rein. Und bei den heutigen modernen Schlafsäcken habe ich da natürlich ein Problem. Kriege ich nicht rein. Vielleicht einen kleinen Sommerschlafsack mit Decke. Ja, okay. Mein Schlafsack hängt gerade zum Lüften draußen. Deswegen muss ich euch das hier mal mit diesem Bag hier demonstrieren, was ich gemacht habe. Ich habe mir zwei Schnallen besorgt, zwei Bundeswehrschnallen. Und habe die hier unten an das Mole-Pack mit dran genäht, also das heißt über eine Schlaufe, so dass die Last auch über die Maulschnalle aufgenommen wird, komplett. Klar, man kann keine 30 Kilo dran hängen, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und jetzt kommt der Clou der Geschichte, denn es geht um den Hüftgurt. Ihr seht, hier haben wir die andere Seite dieser Befestigungsschnalle. Und es gibt normalerweise hier außer dem Boden nicht die Möglichkeit, diese Schnalle vernünftig festzumachen. Also was macht man? Wenn man das hier öffnet, dann sieht man, das ist Klett. Und zwar ist hier der Hüftgurt eingelegt und auch nochmal vernäht. Das heißt, ich habe hier hinten Platz. Ich habe dann einfach auf diesem Gurt Klettflausch aufgenäht und kann jetzt diesen Klettflausch hier unten, ich mache das mal auf, so reinlegen, drücke das zu. Ich habe eine wunderbar feste Geschichte. Auf der einen Seite also unten an den Mol festgemacht als Lasche. Auf der anderen Seite hier im Hüftgurtbereich. Und jetzt kann ich
drehe das Ganze nochmal rum, das ist ja schon mal etwas größer. Wunderbar. Mein Schlafsack hier festzurren. Jetzt kommt ihr natürlich an und sagt, ah, das ist ja alles Kacke, weil von der Breite und so weiter passt das nicht. Ihr habt an den modernen Schlafsäcken immer oder meistens einen Packsack. Wenn das Stück jetzt hier zu eng ist, weil ihr den Packsack zusammengeschnürt habt, dann könnt ihr immer hingehen und diese Riemen hier durch die querstehenden Riemen des Packsacks vom durch den Kompressionssack vom Schlafsack ziehen und schon passt es. Und so habt ihr eine wirklich, ich habe es jetzt hier nicht richtig festgezogen, sorry, mache ich jetzt mal, aber ihr habt hier so richtig schön eine Befestigung, die vernünftig ist und die euch nicht verloren geht und die auch gewichtsmäßig so angebracht ist, dass sie vom Gewicht auf der Hüfte liegt und nicht oben im Schulterbereich nach hinten zieht, was immer eine sehr unangenehme Geschichte ist. Und so könnt ihr aus dem TT Mission Pack ein wirklich komplettes Pack schaffen, indem ihr dann auch die Möglichkeit habt, euer Zelt und euren Schlafsack, je nachdem wie ihr das konfiguriert, zu verwenden. Auch noch eine Anmerkung ist, ihr wisst, ich habe hier in der letzten Zeit häufig mit dem Paddock rumexperimentiert und bin auch mit dem hier auch sehr, sehr zufrieden. Und das Paddock passt, meine Handschuhe, passt also in seiner Verpackung genau in dieses Oberfach hier rein. Das ist total genial, inklusive Schnüre, inklusive Heringe, passt es hier rein, wie dafür gemacht. Ja, das war meine Ergänzung zum Thema Tasmanian Tiger Mission Pack. Für mich immer noch ein sehr, sehr cooler und sehr, sehr anständig verarbeiteter Rucksack, den man auch für alle anderen Zwecke in unserem Hobby super toll verwenden kann. In diesem Sinne, viel Spaß im Wald und auf der Flur. Respektiert die Natur, euer Dietmar.